Mein Name ist Christian Michael Schmidt. Ich bin am 28.01.1962 geboren, 4 Tage nachdem man in der DDR die Wehrpflicht eingeführt hat. Und für mich war ganz klar, ich werde mich dazu nicht ausbilden lassen, auf Befehl auf andere Menschen zu schießen. Ich bin 1981 auf die Insel gezogen und bin bis zum April 1988 hier auf der Insel gewesen, bis zu meiner Einberufung als Bausoldat bei der Nationalen Volksarmee. Und war das letzte eine Jahr und 3 Monate hier in Prora stationiert im Block 5. Und wir sind am 26. Oktober 1989 in ein sich veränderndes Land entlassen worden. Und als ich das Kasernentor hinter mir geschlossen hatte, habe ich so diesen Spruch gedacht, den viele Leute auch gesagt haben: 3 Worte genügen, nie wieder rügen. Ich bin wiedergekommen und lebe mittlerweile seit 10 Jahren hier auf der Insel und versuche mich mit dieser Insel, die ich sehr liebe, weil die Natur einzigartig ist, aber insbesondere auch mit den ganzen Verhältnissen auf der Insel, die mit Menschen zu tun haben, zu arrangieren. Ich habe mich zum Anfang sehr schwer getan, mich diesem Ort wieder zu nähern. Ich wollte hier nicht her. Aber wie das oft so ist bei einer Hassliebe, man geht immer wieder hin. Und dieser Ort hat bis heute etwas Bedrückendes für mich, aber ich möchte gerne anderen Leuten ein bisschen erzählen von dem, wie es mir damals ging, um in diesen Ort nahe zu bringen. Ich arbeite seit 2010 im Dokumentationszentrum Prora und führe Leute über das Gelände und kann ihnen natürlich, wenn sie danach fragen, ganz viel auch über die DDR-Geschichte erzählen.